Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute hier zur ersten Folge von Men of Medan. Ich glaube, dem ersten Spiel der Dark Pictures Trilogie. Trilogie? Quadrilogie? Keine Ahnung. Jedenfalls von den Machern von Until Dawn, ne? Tief durchatmen, das wird heute Therapie für mich. Ich mag keine großen Spiele. Drücken wir einfach mal auf Starten, ne? Vielleicht wird es ja halb so schlimm. Akzeptieren. Tralalala, ja. Natürlich mit allem einverstanden. Boah, es hört ja gar nicht wieder auf. Es überspringt. Nochmal Datenschutz. Helligkeit, das ist, glaube ich. Achso, da sind ja dann welche. Bewege den Regler, bis das Linkbild verschwunden ist. Das Bild in der Mitte fast verschwunden. So war. Also noch ist nicht gruselig, noch geht's. Spiel allein. Okay, ein bisschen Ton ist. Neue Story. Chinesischer Markt. Ah, das Überleben ist wahrscheinlich. Deine Fähigkeiten werden auf die Probe gestellt. Tödlich. Ich glaube, wir nehmen das Einfache. Das wird so schon schlimm genug. Für die Psyche. Neuer Speicherstand. Jawohl. Es geht schon dunkel los. Hallo Andy, willkommen. Sehr schön. Je mehr, desto besser. Muss ich mich hier wirklich nicht alleine gruseln. Sind hier irgendwie weltkriegmäßig irgendwie so? Oh mein Gott, was ist mit dem Licht los? Flackerndes Licht. Also mein Licht hier. Joe im Markt am Dock. Mandschurei. Okay, Kumpel. Wir sollten mal langsam zum Schiff zurück. Hey! Immer schön langsam. Was? Sieht ganz so aus, als hätte Charlie heute noch so einiges vor. Kann ich kämpfen? Hey! Gib mal einen Quarter. Wieso? Für einen Blick in meine Zukunft. Oh, okay. Dann mal los. Was erwartet mich, Alter? Neugierig oder werde ich reich? Na klar, werde ich reich? Hallo, wie macht man das mit dem Rechten? Also. Wann läuft's für mich mal richtig gut? Du weißt schon, ein schönes Leben und so. Wir sind egoistisch, steht da. Schön, prima. Drachenstein oder den Bambusstein? Oh, nimm mal den Drachen. Ist das auch wieder so mit Quicktime und sowas allem? Nie kann doch noch schlimmer. Objekt halten, Objekt benutzen, untersuchen. Oh, was ist denn das? Das ein Fisch. Sieht aus wie ein Fisch? Ja, wer riecht hier nach Fisch? Wer war's? Jemand riecht nach Fisch. Wer riecht hier nach Fisch? Ist es normal, dass da keine Untertitel sind? Verderben? Da sind wir unsicher, okay. Warte, was? Bin sehr unsicher. Was soll das heißen? Hey, was soll das heißen? Was zum Teufel, Mann?
Hey, Kumpel, lass mich mal ran. Ach ja? Hältst dich wohl für stark. Beim Kämpfen? Klar. Hast du noch einen Quarter? Kommt auf deinen Deckel. Auf deinen Deckel. Schreiben wir auf. Es gibt nur zwei Dinge, die nach Fisch riechen. Fisch und nicht Fisch? Okay. Yep. Punchen da, dagegen irgendwie. Da. Bounce. Okay, jetzt kämpfen wir gerade. Also noch ist nicht gruselig, noch bin ich ganz mutig. Bounce. was ist ein Kreis? Ah, okay. Oh, jetzt wird's komplex. Oh, Quicktime-Sachen in meinem Alter, furchtbar. Warum steht nicht da, was sie sagt? Bounce. Was ist denn das jetzt? Also? Ach da. Ah, fuck, zu langsam. Have a nice day. Okay. Hey, Chuck, wir sollten zurück zum Schiff. Oder wir stranden hier noch. Komm schon, Mann. Nur noch eine Frage. Wir müssen echt wieder zurück. Die Musik ist aber sehr angenehm. Licht eigentlich zu hell? Hatte die Form von einem Sarg? War da gerade ein Sarg? Ach, dann sieht so nach Sarg aus. Out. Ist er jetzt tot? Soweit ich das beurteilen kann, sind diese Männer einfach absolut sturzbetrunken. Der kommt auf die Krankenstation, schmeißt den anderen ins Loch und lasst ihn da. Okay. Also noch ist der Gruselfaktor nicht gerade hoch, ne? Das ist gar nicht gruselig. Das sind bestimmt Särge. Ich habe den Spielsound ein bisschen höher gedreht. Glipper. Ist da Slimer drin? Das sind jetzt wirklich sehr. Das sind jetzt Särge. Okay. Krankenstation. 1.36 Uhr. Am 22. Juni. Erkunde das Schiff. Ach, muss denn das sein? Ah, das ist sein Sohn oder so. Sein Sohn. Vielleicht sein Halbsohn? Ja, bestimmt sein Halbsohn. An Papa, komm bald zurück.
Okay, so laufen wir. Gibt's ja noch mehr? Was zum Teufel? Okay. Da hat jemand lange Verstecken gespielt. Sehr lange. Und scheinbar gewonnen. Boah. Oh, ein Schlüssel. Ah, es war jetzt noch kein krasser Jumpscare, ne? Das war noch sehr langsam. Der schläft so los. Okay, können wir rausgehen? Wollen wir rausgehen? Ach, das haben sie. Hat er zugemacht von innen? Das macht keinen Sinn. Ach, geil, Kamera. Dreht hin und her. Oh, ist ja wie Resident Evil hier damals. Ach du Scheiße. Howdy, Charlie. Wie läuft dein Urlaub? Oh, hol mich endlich hier raus. Was zur Hölle ist da draußen los? Ich habe ein Flugzeug gehört und Schüsse. Ciao. Und da war... eine Leiche. Was? In der Krankenstation. Hier stimmt was nicht. Bloß raus hier! Ist der nicht der Typ von Until Dawn? Der ähnelt davon? Der sieht ihm jedenfalls verdammt ähnlich. Oh! Jesus. Was? Drück im Herzschlag. Und das beruhigt uns oder? Das beruhigt mich gar nicht. Was ist los mit dem Typ? Oh mein Gott, der hat eine Narre. Oh, Quicktime-Event-Spiele, geil. Können Sie sich mal für jeden Kamerawinkel hier entscheiden? Das ist ja furchtbar. Was war das? Mann! Oh! Hier sollte ich die Spiele nur betrunken spielen. Können wir geradeaus noch gehen hier? Die ist ja gerade da lang gelaufen, oder nicht? Hey! Charlie! Hilf mal! Drücken. Scheiße. Ja, du sagst es. Da liegt der nächste. Totale Scheiße. Nee, noch ist alles gut, ja. Also mehr. Hat schon gereicht. Ah, die wurden alle erschossen, wie das aussieht. Keine Horrorspiele? Verdammt! Oh, noch eine Leiche. Oh, verdammt! Buckley! Buckley! Der war doch letztens beim Essen noch vollkommen putzmunter. Oh nein! Nicht Buckley! Alle, nur nicht Buckley! Er war der Beste. Er war immer so putzmunter beim Essen. Oh nein! Jetzt noch kein Horror. Doch, ein bisschen war... Wem gehören die Füße? Ach so, uns. Oh. Na, geh doch da. Geh doch runter da. Hä, wann sind wir in der Treppe runtergelaufen? Schön, dass ihr alle abgebrüht seid. Ich bin's nicht. Halt L1, um schneller zu gehen. Ich will gar nicht schneller gehen. Ich bin paranoid, ja.
Möglich? Ein bisschen? Hallo? Ah, die Kamera ist aber wirklich ätzend. In jeder Szene einen anderen Winkel. Komm, wir nehmen uns ein Auto und... Hey, Chuck? Hast du den Jungen da gesehen? Nee. Bist du okay? Okay. Das war ein Junge? Das war das nicht einfach nur irgendwie... Oh mein Gott, jetzt kommt bestimmt was Schlimmes. Uff. Ich will gar nicht. Charlie, komm mal her. Der sitzt aber sehr provokant, der Linke. Okay. Ey, wir haben eine Knarre, geil. Jetzt geht's ab. Let's do it, baby. Der erste guckt da auch schon so halbtot hier, der rechte. Da war es schon wieder. Vielleicht ist heute Tag, bringt dein Kind mit zur Arbeit Tag. Ja, die Webcam, die ist leider. Ja. Komm her! Der USB-Hub ist immer überfordert. Oh Gott, nein! Charlie! Wie war denn das jetzt passiert? Der war gerade noch hinter uns. Erschieß ihn! Bring ihn um! Ja, genau! Stirb! Warum gehst du denn da hin? Geh doch nicht dahin. Okay. Also da weiß ich ja noch nicht, was ich davon halten soll. Mayday! Irgendjemand da? Hallo, hört mich da draußen jemand? Wie lautet Ihre Position? Wiederhol, wie lautet Ihre Position? Ah, mehr Horror, ja, kommt bestimmt noch. Verdammt! Ah, ist das schon aus. Keine Spinne, ich bin voll verwirrt. Nur wie die Patres. Ich will die Santi. Ah, okay. Ist euch mal aufgefallen, dass hier die fliegte Zähne, die alle haben? Also bei der Marine, da putzt man scheinbar den ganzen Tag. Was, muss ich das Licht ausmachen? Ja. Nein, bitte nicht. Ich will das Licht nicht ausmachen. Bitte nicht. Vielleicht könntest du auch heller machen. Boah. So vielleicht. Teile dann davon, ist sehr hell gerade, ne? Boah, ist das hell. Ja, ich schätze mal so was von. Na, die Zahnbürste ist für den Boden und für die Zähne. Ah, die Musik ist cool.
muss man sich das jetzt hier angucken? Jetzt geht's jetzt richtig los. Schön. Ich freue mich. Nächstes Mal spiele ich hier Little Kitty oder sowas. Der große Inselspaß. Okay, hat einen Kompass. Hallo und willkommen in meiner Schatzkammer. Er ist aber, hat er gesehen, wie dicht er gerade die Kerzen vor sich hatte? Das ist ja verrückt. Er verbrennt sich bestimmt noch. Ich bin der Kurator. Der Hallo. Kurator der Geschichten. Hallo, Geschichten der über Kurator. Liebe und Hass, Gier und Schönheit, Leben und Tod. Geschichten wie diese. Ich bin hier, um Ihre Geschichte aufzuschreiben. Denn diese Erzählung ist noch nicht abgeschlossen. Ey, Sie bestimmen, Webcam-Hasse, wie ey. Sie ausgeht. Furchtbar. Und Ihre Entscheidungen bestimmen auch, wie das Leben all derer verläuft, die Ihren Weg kreuzen. Oder ob es endet. Wir alle fällen Entscheidungen nach unserem eigenen moralischen Kompass. Okay. Und müssen dann mit ihnen leben oder durch sie sterben. Aber fürchten Sie den Tod nicht. Er ist schließlich unvermeidlich. Es ist der Preis für das Privileg des Lebens. Und wir zahlen ihn irgendwann alle. Doch niemand zahlt wohl gern früher, als er muss. Oder? Ja, sehr filmmäßig, ja. Wie im echten Leben hat alles Konsequenzen. Ihre Entscheidungen beeinflussen immer auch andere. Der Typ sieht aus wie der T-800, oder? Nee, der T-1000. Ich behalte Ihren Fortschritt im Auge. Ich werde mich nicht einmischen, doch vielleicht gibt es von mir bisweilen einen Hinweis. Der Flüssigmetall-Terminator. Es gibt Bilder in dieser Welt, die Ihnen etwas zeigen. Zukunftsversionen. Können Sie sie finden und studieren, treffen Sie danach womöglich bessere Entscheidungen. Nee. Oder sollte ich sagen, Entscheidungen mit den Auswirkungen, die Sie wünschen. Das war's im Moment. Wir sehen uns bald schon wieder und haben dann Gelegenheit, Ihre Aktionen sorgfältig zu analysieren. Oder das hinterlassene Chaos. Jetzt hat er uns eine Bulette an Ohr gequatscht. Für nichts? Für nichts? Okay. Ach, guck mal, hier ein Urlaubsspiel. Wird das ein Angelspiel? Brad. Duke of Milan. Französisch Polynesien. Ich weiß nicht, wo das liegt. Ich weiß wirklich nicht, wo das liegt. Brad. Alex Bruder. Unschuldig. Sind wir nicht alle schuldig. Ach, das Schiff heißt Duke of Milan. Ah, ja. Alex, Brads Bruder, Julias Freund. Schreibt jemand mit? Der Urlaubssimulator, ja. Reicht das? Falls nicht, bestellen wir einfach Nachschub. Wie Animal Crossing also, sortiert. Hör mal, ich war noch nie da unten. Unten? Im Wasser. Ach so, im Tauchen. Wasser. Kannst du mir zeigen, wie es geht? Echt jetzt? Ja. Ich meine, du bist echt hier ohne eine einzige Tauchstunde? Westlich von Australien liegt Polynesien.
Ich musste arbeiten, war wir voll nachtragend. Ich wollte ja. Ich. Wir also sind voll sympathisch. Ich musste arbeiten. Ach, schon gut, schon gut. Hey, Vorsicht! Die Tauchkamera war wahnsinnig teuer. Brüderchen, sei cool. Was? Julia und Conrad sind. Tja, also. Auch zur Grand Line, genau. Und? Reg dich nicht über Kleinscheiß auf, Mann, bleib cool. Lass mich nicht bereuen, dass ich dich mitnehme. Vorwurfsvoll unbehaglich. Ah, ich bin nicht gut mit Menschen. Ey, du weißt doch, dass ich mit neuen Leuten nicht gut kann. Ja, ja. Halt die Klappe. Brad, du bist nicht hier, weil du mein Bruder bist. Ich meine, du bist mein Bruder. Aber ich meine, so wie Kumpels, weißt du? Ja, schon. Die haben alle so eine krassen, gepflegten, gebleachten Zähne. Und chillen. Was zum Teufel laberst du da? Lass uns legendär chillen, Mann. Aber legendär. Okay, Amigo. Die Kavallerie ist da. Cool. Sorry, ich hab Stress. Wer hätte gedacht, dass ein Medizinstudium so schwer ist? Überraschung. Und Mann, diese Fernkiste mit Julia ist echt hart. Was, ist das schon 2 Wochen her? Ist ja schon 2 Wochen her. Hä? Bingo. Wie gerufen. Was? Conrad meint, wir haben zu wenig Bier. Ah, dann werde ich die hier wohl mal besser verstecken. Ja. Yeah. Ja, die putzen sich sehr fleißig, die Zähne. Mhm. Hey. Ich bräuchte mal deine Meinung. Klar, zu was? Es gibt da eine Sache und ich versuche mich zu entscheiden. Medizinstudium? Nee, aber eine von diesen wichtigen Entscheidungen, weißt du? Und ich weiß nicht, was richtig ist. Drüber nach, nichts sagen. Ach, wir halten mal die Klappe. Ich würde euch ja die Entscheidung überlassen, aber es muss ja immer so schnell sein hier. Konrads Schwester. Konrad, Julias Bruder. Na, sag mal an. Das merke ich mir doch nicht alles, wie die zueinander stehen. Tut mir der andere, macht der andere jetzt mit Conny, dem Bruder? Das ist Alex. Hey, wie geht's, Konrad? Vorsicht, Jules. Ein Ladykiller. Freut mich, Conrad. Ja, nicht wahr. Das ist Brad, mein kleiner Bruder. Hey. Bradley! Ich glaube, ich kenne dich schon, hab viel von dir gehört. Ja, gleichfalls. Hab ich dir gefallen. Hey, Lust auf ein Bierchen? Jede Sekunde. Zeig ja die Machtleerung. Jetzt füllt dann ab. Ganz schön dick aufgetragen. Minuten hätt's auch getan. Na klar, cool, Bier her. Klar, cool, super, ich liebe Bier. Warte, das ist nicht ihr Bruder, wenn sie deine Schwester ist. Ja, musst du nochmal hinschreiben. Ah, jetzt mag uns Konrad mehr, habt ihr Sinn? Guter Mann, Bradical. Mords Mast hast du da. Mast tief. Ruinierst nicht. Bist du schon mal getaucht? Hat er gerade zu ihm gesagt, er hat einen Mordsmast? Eigentlich nicht. Ist das für ein Spiel? Hab ich noch nie gemacht. Wasserjungfrau. Cool. Hey, das ändern wir heute. Gemeinsam. Bin auch ganz lieb. Er hat nur so getan, als wenn er trinkt, ja. Wo ist überhaupt der Kapitän von diesem Kampf? Da ist er. Fliss. Kapitän der Duke of Milan. Da kommt die Fliss mit ihrem Spliss. Ich würde ja sagen, macht's euch bequem, aber... So, alle an Bord und bereit abzulegen? Wenn es dir recht ist, Captain. Ja, die fahren jetzt aus dem Meer hinaus und machen da Party. So, dann unterbrechen wir hier mal hier und beenden die erste Folge. Es war noch nicht sehr gruselig, aber ein bisschen Angst hatte ich schon. Hier geht's wie gewohnt demnächst weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut und bis bald.